Ein saustarker und zudem einfach zu spielender Wanba-Hüter. Ist das überhaupt möglich? Die Antwort darauf lautet... Nein! Der hat die abgebrochen einfach! Ja, ist es. Ich bin's, euer Flo. Und heute stelle ich euch meinen Heavy Attack Wanba-Hüter vor, mit dem ihr an der Puppe bis zu 100.000 Schaden verursachen könnt. Der Build ist super easy zu spielen und daher sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet. Er ist für sämtlichen Gruppencontent geeignet, wie zum Beispiel Veteranen, Raids und Dungeons, aber auch Solo könnt ihr damit einiges reißen. In diesem Video gehen wir zusammen die Fertigkeiten, die Ausrüstung und die Championspunkte durch. Beginnen wir mit der Ausrüstung. Genau wie bei meinem Heavy Attack Zauberer benötigen wir gar keine Raid Sets. Genauer gesagt können wir sogar die Sets vom Zauberer übernehmen. Sämtliche Ausrüstung mit Ausnahme des Eichenseelenrings bekommen wir in den Grundspiel Dungeons. Dazu gehören das Set Feldwebel und Schleimkopf, zu finden in der Kanalisation von Wegesro 1 bzw. 2 in Sturmhafen. Und das Set Sturmmeister, zu finden auf der Orkaninsel in Malabal Tor. Sämtliche Sets könnt ihr auf normalen Schwierigkeitsgrad in den Dungeons farmen. Ausnahme hierbei ist nur Schleimkopf, welches ein Monster-Set ist und nur im Veteranenmodus droppt. Sowohl Feldwebel als auch Sturmmeister erhöhen unseren Schaden mit voll aufgeladenen Angriffen immens. Und Schleimkopf gibt uns noch einen netten Crit-Bonus dazu. Unterstützt werden wir dabei vom Eichenseelenring, welcher uns sehr viele nützliche Buffs gibt. Der wichtigste davon ist Bemächtigen, wodurch unsere schweren Angriffe weitere 80% Schaden verursachen. Als Volk nehmt ihr entweder den Hoch- oder Dunkelelfen. Sowohl der Dunkel- als auch der Hochelf geben euch maximales Magicka, Magie und Waffenkraft. Da wir keinerlei Ressourcenprobleme haben, könnt ihr blaues Maxfood spielen, welches sowohl euer Leben als auch eure Magicka erhöht. Kommen wir zu den Champion-Punkten. Der wichtigste dabei ist der Waffenexperte, der den Schaden unserer schweren Angriffe um weitere 20% erhöht. Da wir durch die passive Evolution im Tiergefährtenbaum 4% kritischen Schaden für jede ausgerüstete Tiergefährtenfähigkeit bekommen, benötigen wir keinen Hinterhalt oder Kampffinesse. Stattdessen benutzen wir Taumaturg, um den Schaden über Zeit weiter zu erhöhen. Weiterhin benutzen wir tödliches Zielen und Waffenmeister. Im roten Baum nehmen wir alles, was unsere Überlebenschancen erhöht. Verstärkt, grenzenlose Vitalität, Schnelligkeit und geschicktes Ausweichen sind hier sehr gut. Als Fähigkeiten benutzen wir den Zorn des Winter, welcher soliden Schaden verursacht und durch unseren Zerstörungsstab nochmal 30% zusätzlichen Schaden verursacht. Die Stachelfalle, einen sehr starken Dot, der den Gegner mit einer Blutung belegt. Die Sturmblockade, einen guten Flächenzauber, der den Gegner aus dem Gleichgewicht bringt, wodurch unsere schweren Angriffe zusätzlichen Schaden verursachen. Tiefer Riss, einen sehr starken AOE, der den Gegner außerdem mit kleinerer und größerer Bruch belegt. Und als Ulti unseren wilden Wächter, der sehr viel Single-Target-Schaden verursacht und ab 25% sogar unsere Execute-Fähigkeit ist. Folgende Hinweise gebe ich euch zur Rotation bzw. zur Spielweise. Ihr könnt die linke Maustaste den gesamten Kampf über gedrückt halten, um fortwährend schwere Angriffe auszuführen. Währenddessen könnt ihr auf eine Fähigkeit drücken, um diese in eine Warteschlange einzureihen. Die Fähigkeit wird dann automatisch ausgeführt, sobald der schwere Angriff zu Ende ist. Eure schweren Angriffe machen rund 60-70% eures Gesamtschadens aus, also verwendet nach jedem Angriff nur eine Fähigkeit. Die Sturmblockade und eure Ulti haben die geringste Priorität. Die Ulti benutzt ihr bis 25% nur, wenn alle anderen Fähigkeiten aktiv sind. Ab 25% hat der Wächter aber eure höchste Priorität. Verwendet sie immer, sobald sie bereit ist, da sie dann 100% zusätzlichen Schaden verursacht. Mit ein bisschen Übung und Crit-Glück könnt ihr mit diesem Bild bis zu 100.000 Schaden verursachen. Kommen wir nun zum Trash-Setup. Unter einem Trash-Pack versteht man die vielen Gegnerhaufen vor und nach den eigentlichen Bossen, an denen ihr erst vorbeikommen müsst. Für diese Gegner wollt ihr maximalen Flächenschaden verursachen. Der Hüter hat bereits sehr viele starke AOE-Fähigkeiten, aber folgende Anpassung kann ich euch vorschlagen. Tauscht die Bestienfalle durch den Arktisstoß. Der Arktisstoß ist ein starker Flächenzauber, der nahen Gegnern Schaden verursacht und euch zudem heilt. Tauscht eure ultimative Fähigkeit gegen den elementaren Zorn aus. Der elementare Zorn ist ein sehr starker Flächenzauber. Da wir mit einem Blitzstab spielen und dieser Flächenschaden verursacht, brauchen wir sonst nichts ändern. Versucht nur immer den Gegner anzuvisieren, der am mittigsten steht, damit alle herumstehenden Gegner auch Schaden durch den schweren Angriff erhalten. Setzt ihr diese Tipps um, seid ihr bestens für Veteranen, Raids und Dungeons gewappnet. Aber eine Sache noch. Bitte teilt euren Gruppenleiter vor Raidbeginn mit, dass ihr ein Wanba-Build spielen wollt. In einigen Gruppen sind diese nämlich nicht gern gesehen. Ihr fragt euch, ob dieser Build mit anderen Klassen auch möglich ist?
dann schaut euch doch auch mein Heavy Attack Zaubererbild an. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo, ein Like und einen Kommentar da. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, schaut doch bei mir auf Twitch und Discord vorbei. Die Links dazu und den schriftlichen Guide findet ihr in der Beschreibung. Dance until the time.